Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Ich bin Fallenwehr, Gameplays als Hobby. Und wir stehen hier direkt am Eingang eines Herausforderungsgrabs, welches wir hier begutachten wollten. Hier haben wir eine fehlende Ausrüstung, das ist natürlich bescheuert. Da haben wir eine Forschertasche, sehe ich gerade. Karte aktualisiert. Hier gibt es viele Taschen. Eine Sache blinkt auf. Oha. Ja, gibt es noch einiges zu sammeln. Aber nur die eine Sache ist jetzt neu. Okay. Auf jeden Fall weiter drin. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal weiter rein. Wasser. Okay. Platsch. Da geht's wohl weiter. Wir schauen natürlich erstmal hier unter Wasser herum, ob wir irgendetwas finden. Boah, die könnt ihr ruhig mal ihre Taschenlampe anmachen. Man sieht ja echt null. Oh, da haben wir Bergungsgut. Voll dran vorbeigeschwommen. Und erstmal Wasser, Wasser holen. Luft holen. Ist ja doch ein recht tiefer See. Teich, Tümpel, was auch immer. Oh, Müllhammer. Man sieht hier echt doch so viel. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wo wir jetzt schon waren, wo nicht. Eigentlich, soweit ich weiß, müsste hier irgendwo Erd sein. Aber ich weiß jetzt leider nicht wo, weil ich es einfach nicht wirklich erkennen kann. Erstens zu dunkel. Sie macht ja kein Licht an. Und zweitens ist das Wasser viel zu trüb. Man kann ja echt gar nichts sehen hier. Ja, ja, ist ja gut. Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Dann machen wir mal weiter. Genug geguckt. Da geht's wieder zurück. Feuer. Okay, da kommen wir wohl nicht ran lang. Müssen wir hier entlang. Ah, das... Okay. Das Herausforderungsgrab kenne ich noch. Von meiner Freundin. Da hat sie ganz schön gehongen. Solche Rätsel sind nicht ihre Stärke. Was ja auch nicht schlimm ist, ist halt so. Manche können sowas gerade gut, manche halt eben eher nicht. Okay, wir müssen wohl da runter. Natürlich wieder rutschen. Oha, das sieht doch schon mal toll aus. Oh, was haben wir da für Schatten? Okay, hier unten sind wir also nicht allein. Hauruck. Uno. Und Dos.
Das klingt aber nicht so toll. Geht's da lang? Nee, hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Das sieht nicht danach aus. Da kann man klettern, ne? Sieht so aus, ja. Mir ist aufgefallen, ich muss gar kein E mehr drücken. Das liegt wohl an diesem Fähigkeitspunkt, den ich verteilt habe. Irgendwann das mit Affen. Oh, das war aber knapp. Oh, eine Spinne. Ein antiker Mülleimer. Haben Holz weggeschmissen. Oh, da haben wir Öl. Dafür habe ich nicht genug Platz. Beziehungsweise Fett. Ansonsten ist hier wohl nichts. Wo ist unser Überlebensversteck? Im nächsten Raum, wie es aussieht. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Was für ein Öl? Oh, sieht ja schön aus hier unten. Hier krabbelt man doch gerne. Wow! Was soll der Mist? Okay, hier unten gibt es irgendwie sowas wie Kojoten, Füchse, Wölfe, keine Ahnung. Entschuldigung. Na toll. Okay, die Musik klingt nicht so toll. Da kommen sie. Ah! Ich bin ja schon fast tot, ey. Lass mich in Ruhe. Ich hab A und D gedrückt, was soll der Mist? Oh. Und tot, alles nochmal. Na schön. Schlamm. Halten Sie eh, wenn Sie über Schlamm stehen, um sich zu tarnen. Ja, geil. Oh, toll, jetzt darf ich alles wieder neu sammeln, das ist doch Mist. So ein Mist. Blöde Kojoten. Gut, ich werde die schneiden. Das geht nicht anders. Das dauert zu lange. Ich werde das natürlich alles nochmal einsammeln, bis wir da wieder da sind. Das dauert ja Ewigkeiten. Also ich werde schneiden. Wir sehen uns gleich wieder. Auf Wiedersehen. Und da bin ich wieder. Hallo. Bin wieder hier zurück. Ich habe übrigens beim wieder hierher laufen, habe ich das Erz gefunden in dem Teich hier vor dem Herausforderungsgrab. Ich habe einfach so ein Halluzinogen genutzt und dann konnte ich es schimmern sehen. Damit kann man ja natürlich Ressourcen sehen und für kurze Zeit zumindest. Und dann habe ich es gesehen, dann konnte ich es einsammeln. Ich habe es geschafft, ich habe es gekriegt. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und ich hoffe, also ich habe jetzt alles gemacht, wie wir es auch vorher gemacht hatten mit Einsammeln und sowas. Oder auch nicht. Hier habe ich ein Überlebensversteck vergessen. Aber es macht ja nichts. Wir müssen ja sowieso irgendwann nochmal hier hin wegen dieser Truhe. Das eine, was ich gefunden habe, ist hier ein Lager. Das Lager habe ich vorher nicht gesehen. Eigentlich total unnütz eigentlich. Aber ich habe da nochmal gespeichert gehabt, bevor ich hier reingegangen bin. Also ich habe alles eingesammelt bis hier auf dem Weg. Und dann bin ich nochmal zurückgegangen, habe hier gespeichert und bin jetzt nochmal hierher gelaufen. Falls wir sterben, dass ich nur noch hierher laufen muss. Eieieiei. Schauen wir mal. Okay, das war's wohl.
Jupp, sie steht wieder gerade und packt die Waffe weg. Okay, nicht noch einmal hierher rennen. Ich weiß, sind es Kojoten? Sind es Füchse? Gibt's Füchse im Dschungel? Sind dann eher Kojoten, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt ein bisschen Haut. So, wir haben irgendwo links von uns ein Überlebensversteck. Da in die Richtung. Okay. Voll der Hochofen hier. Näher als links von uns war es nicht. Hinter uns. Hä? Links hinter uns, aber da... Hä? Da komme ich doch gar nicht hin. Das verstehe ich nicht. Komische Sache. Okay. So, ich muss noch... Da ist ein Wandgemälde. Was haben wir denn hier? Heulende Höhlen, Darstellung eines Opfers. Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Da kommt noch so eine Idee. Okay. Oh, hier haben wir noch einen antiken Mülleimer. So, ich stelle mich jetzt nochmal hier gerade vor. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Doch, rechts von mir. Dokument und links. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Keine Ahnung. So, ich hatte hier, genau, Pfeile gesehen. Ansonsten haben wir hier unten, denke ich mal, alles. Gehen wir mal weiter. Oh, hier wird man gegrillt. Ah, hier haben wir das Dokument. Geheime Winde, ein Bericht über eine Entdeckung. Die Ältesten des Dorfes haben uns belogen. Es gibt keine Bestie im Untergrund. Das Heulen, das wir hören, ist nur der Wind, der durch die kleinen Höhlen weht, die zur Oberfläche führen. Sie haben unsere Angst lange genug benutzt, um uns zu kontrollieren. Sobald ich einen Weg aus diesem infernalischen Schwitzbad finde, werfe ich ihnen ihre Lügen vor die Füße. Falls er rauskommt. Wie es aussieht, kam er nicht raus. Müsst ihr dann jetzt nicht auch irgendwo das Überlebensversteck sein? Hallo? Das müsste doch hier sein. Rechts neben mir. Und doch, er ist da oben. Okay. Na gut, dann gehen wir halt erstmal hoch. Falls wir hochkommen. Hier wohl nicht. Ah, da geht's hoch. Ah, da ist das Überlebensversteck. Ich sehe es leuchten. Eieieiei. Oh, noch ein Dokument. Das haben wir nicht auf der Karte gesehen. Ein Dokument über Wotan.
Wotan ist ein uralter Maya-Gott des Krieges, der angeblich schon vor Anbeginn der Zeit alt gewesen sein soll. Er wird normalerweise ohne Zähne und komplett in Schwarz dargestellt. Über ihn ist nur wenig bekannt, außer dass er gerne kräftige Zigarren raucht. Interessanterweise ist er auch der Gott, der das Trommeln erfand. Ein Gott, der gerne Zigarren raucht? Okay. Habe ich auch noch nie gehört oder gesehen, gelesen, was auch immer. So. Mehr wird uns hier nicht mehr angezeigt zum Einsammeln. Ich hoffe, es gibt wirklich nicht mehr. Ein Lager! Das freut mich. Ein Petroleumlager. Ah, jetzt wird gespeichert. Sehr schön. Einen Fähigkeitspunkt haben wir, damit können wir aber nichts anstellen. Ein Fähigkeitspunkt ist ein bisschen zu wenig. So, wir gucken hier trotzdem noch mal ein bisschen rum. Sieh an, das ist versteckt, oder? Das muss der Ausgang sein. Ach so. Schön, dass es da noch irgendwelche Infos gibt, dass man nicht umsonst da langläuft. Ah. Ein antiker Mülleimer. Eine Spinne. Und ein heftiger Mundgeruch von der Bestie. Okay, das wird so nichts. Machen wir es so. Oh. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Na, dann machen wir das doch mal. Okay, die Dinger zählen wohl nicht. So, Windspiele, das kennen wir ja schon aus Tomb Raider 2013. Und zum Glück kenne ich das ja schon durch meine Freundin. Ansonsten wird man hier vielleicht so ein bisschen hängen. Ein antiker Mülleimer. Die werden ja auf der Karte nicht angezeigt. So, das Feuer muss gelöscht werden. Das machen wir auch mit dem Steilwind. Genau, sehr schön. So, wir müssen diesen Gegenstand da wegkriegen und es geht hier nur mit dem höchsten Punkt, dass wir das noch ein bisschen zu uns ziehen. Hier haben wir lang dran, was heißt lang, aber hier haben wir etwas dran gesessen, meine Freunde und ich. Wir hatten das Ding schon mal gezogen, allerdings von dort und es hat dann nichts geholfen und da wussten wir echt nicht, wie wir weiterkommen sollten. Aber jetzt wusste ich es ja. Ach so, nee. Ein Leckerbissen für die Kojoten. Hm? Jetzt weiß ich, warum man da die Luftklappe wieder schließen sollte. Ich dachte, man könnte dann da nicht entlang wie in dem baumelnden Teil da. Aber nee, es lag an den Kojoten. Ach so, es geht ja eh nicht. Der Wind ist zu heftig. Der bläst einen zu stark um die Ohren. Gott des Todes. Ich muss darüber. So, dann machen wir noch ganz schnell dahin, wo wir gestorben sind.
ist mein Weg. Das ist mein Weg. Den habe ich mir selbst ausgesucht. Er wurde mir nicht vorgeschrieben. Man muss gar kein E mehr drücken. Sehr schön. Wollte gerade sagen, geht das Feuer auch komplett aus? Was sie hier gut gemacht hat, wenn man einmal auf Rennen drückt, muss man nicht nach jedem Hüpfen noch einmal aufs Rennen drücken. Sehr schön. Genau, hier war ein Käfer. Gut, dann machen wir hier einfach mal die Luke wieder dicht. Ach so. Nach rechts drücken, okay. So, bevor es weitergeht, Ende der Teil hier. Wir sind bei 21 Minuten, knapp 22. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Ihr könnt es mir natürlich wie immer zeigen mit dem Daumen nach oben. Beziehungsweise mit einem Abo, wenn ihr mich noch nicht gekannt habt. Und dann hoffe ich, dass ihr alle, die hier zuschauen, dass überhaupt Leute hier zuschauen, dass ihr dann beim nächsten Teil wieder dabei seid oder auch bei anderen Let's Plays von mir dabei seid. Ja, und ansonsten wünsche ich euch dadurch natürlich auch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, auf YouTube generell, und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Das war Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession mit von Löher Gameplays als Hobby in 2K. Und alles auf Ultra-Ultra-Ultra-Einstellung. Bis denne und auf Wiedersehen. Tschüss.